Der eine oder andere könnte aufgrund meines letzten Videos zu der Überzeugung gekommen sein, ich würde nur deshalb die SPD hier niedermachen, um indirekt damit die CDU zu stärken. Aber wenn man sich mein vorletztes Video angeschaut hat, Pest und Cholera, dann sollte eigentlich klar sein, dass ich auch Friedrich Merz und damit auch die CDU genauso kritisch hier betrachte. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, weshalb ich hier euch dieses Video präsentiere. Denn es geht hier um den Sumpf des Lobbyismus von der CDU. Damit herzlich willkommen hier bei Warum Punktkritisch. Mein Name ist Levi. Schön, dass du Zeit für dieses Thema hast. Es gab eine Meldung vor ein, zwei Tagen. Da haben sich viele in der Öffentlichkeit darüber echauffiert und dachten, mein Gott, auf welchen Abwegen begibt sich denn nun die CDU? Haben die es denn jetzt nun auch nötig, Frauen des mittleren Alters hier anzuheuern als Wähler? Und diese Meldung hieß nämlich, dass die CDU nun ein Menopausenstrategiepapier hier entworfen hat. Will konkret heißen, es geht hier um einen Antrag eben der CDU-CSU-Fraktion, Drucksache 20/12983 vom 24. September dieses Jahres mit der Überschrift Gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die Wechseljahre der Frauen für eine nationale Menopausestrategie nach internationalem Vorbild. Und da haben sich natürlich sehr viel drüber echauffiert und haben gelacht und gesagt, was soll denn das? Menopausenstrategie, die haben sie ja nicht mehr alle. Also Apollo News hat auch drüber berichtet und bei X konnte man sehr viele Einträge dazu auch finden. Und ich habe auch gedacht, ach, eigentlich gar keine so interessante Meldung. Aber dann habe ich gedacht, wieso bringen die eigentlich solch ein Papier raus? Also warum möchten die denn überhaupt solch eine Menopausenstrategie hier verwirklicht wissen in Deutschland? Sie haben dann in diesem Antrag hier dargelegt, erstmal, was ist die Menopause, welche Beschwerden gibt es für Frauen in der Postmenopause, in der eigentlichen Menopause, in der Prämenopause, bla 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 bla. Ich kenne den ganzen Kram, bin ja schon raus aus dieser ganzen Geschichte. Und haben halt eben festgestellt, dass viele Frauen, die tatsächlich enorm unter diesen Wechseljahresbeschwerden leiden, dass das eine volkswirtschaftlich hochbrisantes Thema ist. Ein gewisser Prozentsatz dieser Frauen möchte oder hat schon aufgrund dieser Beschwerden Arbeitsstunden hier reduziert. Ein bestimmter anderer Teil von Frauen möchte oder hat bereits daher verfrüht eine Rente hier beantragt und die Krankschreibungen sind viel höher, Krankheitstage sind viel höher, etc., etc., etc. Also von daher volkswirtschaftlich sicherlich brisant, kann man schon so sagen, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels. Weil es werden natürlich immer mehr solche Frauen halt eben auch noch arbeiten und sie haben dann auch dargelegt, dass das Thema der Wechseljahre und die damit verbundenen Beschwerden ein Tabuthema in der Gesellschaft bzw. im betrieblichen Arbeitswesen sei. Also ein Tabuthema innerhalb der Gesellschaft ist es sicherlich nicht. Du brauchst ja nur mal bei irgendeinem, bei einer Plattform zu gehen, sei es Book oder Amazon, was auch immer, gibt es einfach nur Wechseljahre ein, da kommen hunderte von Titeln. Ne? Also tabuisiert ist es vielleicht nicht unbedingt in der Gesellschaft, möglicherweise in der Arbeitswelt, aber wahrscheinlich auch bei den ganzen Jungs, die so im Bundestag sitzen. Und die Frage ist natürlich, warum? Warum beschäftigt sich die CDU mit der Menopausestrategie? Also, was war? Das gibt es halt eben wohl auch internationalen Ebene. Und wenn man sich allerdings dann durchliest, was sie möchten, dann wird einiges klar. Und wenn man dann anfängt, weiter zu recherchieren, das habe ich tatsächlich die letzten zwei Tage getan, dann fällt es einem wirklich wie Schuppen von den Augen. Also, sie fordern natürlich unter anderem, sie fordern zum einen, dass hier mehr Forschungsgelder für den Bereich der Menopausenbeschwerden hier freigesetzt werden müssen. Sie fordern natürlich auch, dass Fachärzte mehr für dieses Thema sensibilisiert werden müssen. Und sie fordern natürlich auch ein besonderes Abrechnungsziffernsystem für all die Ärzte, die halt eben Patientinnen behandeln, die unter diesen Beschwerden leiden. Neben diesen ganzen Dingern Forschung und besondere Abrechnungsmodi fordern sie nämlich was? Sie fordern einen erneuten Blick auf effektive Behandlungsmöglichkeiten, unter anderem Hormonersatztherapie.
Viele Frauen, aber auch immer mehr Gynäkologen haben in den vergangenen Jahren davon abgeraten, diese sogenannte Hormonersatztherapie hier durchzuführen. Sie haben sich teilweise sogar geweigert, gerade auch von Seiten der Ärzte. Und nun geht die CDU hin und sagt, naja, es wäre schon gut, nochmal über das Thema der Hormonersatztherapie hier zu diskutieren. Wieso? Die Frage hat mich wirklich interessiert. Und wenn du dann anfängst, wirklich zu recherchieren, dann kommst du von Höchstgen auf Stöpsgen. Wollen wir aber erstmal diese eine Frage beantworten. Und dann gehen wir weiter in den ganzen Sumpf, den Lobby-Sumpf, in dem sich diese CDU hier bewegt. Also, was muss man wissen? Der Pharmakonzern Bayer ist just dabei. Er steht kurz davor, ein neues Präparat auf den Markt zu bringen, was Wechselbeschwerden lindern soll. Und es handelt sich natürlich hier um was? Es handelt sich hier um ein Hormonersatzpräparat. Aber natürlich mit viel, viel besseren, positiveren Effekten und natürlich gar keine Nebenwirkung. Das ist schon mal das eine. Also Bayer. Bayer steht kurz davor, hier dieses neue Hormonersatzpräparat auf den Markt zu bringen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Bayer Kontakte zur CDU hat. Und ich werde es euch gleich auch belegen, inwiefern diese Kontakte zwischen der CDU und der pharmazeutischen Industrie wirklich bestehen und sehr, sehr eng sind. Und dann gibt es noch eine weitere Firma. Das ist das Pharmaunternehmen Astella. Die sitzen hier in Deutschland in München. Hauptsitz ist jedoch Tokio. Und Astella ist ebenfalls ein Hersteller von verschiedenen Medikamenten und sie führen natürlich auch Forschung durch, und zwar in den Bereichen der Gynäkologie, Urologie, Onkologie. Und sie haben diese Menopausenstrategie, ich kriege das Wort überhaupt nicht richtig hin, sie haben diese Menopausenstrategie hier auch befürwortet und haben hier auch eine erste Veranstaltung zu abgehalten, natürlich mit Ärzten, und haben natürlich dort auch kundgetan, dass auch sie entsprechende Medikamente hier haben, beziehungsweise an weiteren Medikamenten hier forschen. Ihr seht, man könnte vermuten, dass die Pharmaindustrie der CDU gesagt hat, du könntest doch mal gerne einen Antrag einbringen zu dem ganzen Thema der Menopausenstrategie. Und Deutschland ist auch nicht das einzige Land. Denn die Briten zum Beispiel, die haben schon seit einigen Jahren solch eine Menopause-Strategie. Ist scheinbar ein lukratives Geschäft. Und wir müssen eins bedenken. Hier in Deutschland leben derzeit nach Schätzungen 9 Millionen Frauen, Biofrauen, die sich in den Wechseljahren befinden. 9 Millionen. Weltgrandioser Absatzmarkt steht einem denn da zur Verfügung. Das ist doch wirklich unfassbar gut, oder nicht? Und wahrscheinlich hat die CDU gesagt, das machen wir gerne, das ist auch wirklich ein tolles Ding. Und es hat ja auch volkswirtschaftliche Auswirkungen, wenn die Weiber ständig krank sind, ne, oder krank machen, keine Ahnung. Also gut, es ist tatsächlich so, dass die Gründe, weshalb die CDU diesen Antrag reingebracht haben, eigentlich offen auf der Hand liegen. Bisher hat es tatsächlich sonst keiner, glaube ich, hier veröffentlicht oder herausgefunden. Und aber wenn du dann weiter schaust, dann stellst du auf einmal fest, wie stark verstrickt die CDU in dem ganzen Thema des Lobbyismus ist. Wir fangen mal bei dem ganz Allgemeinen an, bei dem ganz aktuellsten Ding. Und zwar gab es schon wieder einen groben Verstoß von Seiten der CDU, weil sie haben nämlich jetzt was gemacht. Sie haben in den Parteivorstand eine Astrid Hanker gewählt. Und diese Astrid Hanker gehört zum Lobbyverband Wirtschaftsrat. Und das verstößt natürlich gegen das Neutralitätsgebot. Man darf als Partei niemanden in den Parteivorstand hier wählen, der gleichzeitig zu einem Lobbyverband gehört. Das geht gar nicht. Und die CDU musste sich schon mal vor Gericht hier rechtfertigen, weil nämlich ständig im Parteivorstand sowieso schon Leute eben aus diesem Wirtschaftsrat, von diesem Lobbyverband immer anwesend gewesen sind. Und dann kann man sich doch vorstellen, wie groß der Einfluss ist. Und jetzt ist dieser Einfluss um ein Vielfaches größer, weil jetzt direkt jemand von diesem Lobbyverband in den Parteivorstand der CDU gewählt wird. Es ist wirklich unfassbar. Man glaubt es gar nicht. Und weshalb die CDU sehr nah der pharmazeutischen Industrie ist,
Das lässt sich auch nochmal beweisen. Ich habe da noch ein bisschen weiter recherchiert, weil wenn du einmal anfängst, ist ja unfassbar. Also es geht los mit dem 22.07. des Jahres 2022. Damals gab nämlich der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Henrich Folgendes bekannt. Er wird zum Frühjahr 2023 eine neue Stelle antreten und das beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. Dort wird er oder ist er seit der Zeit Geschäftsführer. Dieser CDU-Mensch, Michael Henrich, war zuvor, wie gesagt, Bundestagsabgeordneter und natürlich für den Bereich Gesundheit zuständig. Logisch, ne? Ganz klasse. So, dann geht es mal weiter. Am 15.05. dieses Jahres besucht im März die Hauptverhandlung des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie und hielt auch hier einen Vortrag. Also wieder mal ein kleiner Besuch des CDU-Chefs beim Lobbyisten, nämlich beim Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Und dann geht es weiter. Am 3. Juli dieses Jahres gab es eine Pressekonferenz von der CDU. Hier hieß es nämlich, der Pharmastandort Deutschland muss wettbewerbsfähiger werden. Und sie forderten hier auch klinische Studien für neue Medikamente. Das waren also die beiden Inhalte dieser Pressemitteilung. Und ihr seht, die CDU ist natürlich mehr oder weniger so der Vorreiter und ebnet den Weg für die Pharmaindustrie. Man könnte auch sagen, dass eigentlich die Pharmaindustrie Platz genommen hat im Bundestag. Stellt euch mal vor, Friedrich Merz, CDU, stellt den Kanzler, den Platz auf der Regierungsbank. Sollte es dann zu neuen gesundheitlichen Einschränkungen kommen, für die ganze Gesellschaft, so ähnlich wie vor 4 Jahren, C-Pandemie, dann können wir davon ausgehen, dass Friedrich Merz und seine Kolleginnen alles daran setzen werden, dass immer wieder neu entwickelte, verbesserte Medikamente in Tablettenform oder in Spritzenform, dass sie unters Volk gebracht werden. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Also ist die CDU unter diesem Aspekt überhaupt wählbar? Ich freue mich wie immer sehr auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Dilil.